Ja, hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Elektrowohne und heute mal mit einem topaktuellen Video zum neuen Feature, das die Stellantis-Gruppe vorgestellt hat in der Opel-App und auch natürlich für alle anderen Plattformbrüder, des Mokka, des Corsa und so weiter, nämlich die eRoots-App, die Stellantis gebracht hat. In diesem Video soll es zusammen mit euch darum gehen, wie wir eRoots aktivieren können auf unserem Smartphone, was der Dienst kostet, für wen er auch sogar kostenlos ist tatsächlich und ja, was dieser Dienst überhaupt einem bringt. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Wir machen auch einen kleinen Test, indem wir mal schauen. Ich will heute nämlich nochmal nach Mörklingen fahren zum Ladepark und da möchte ich nämlich die Angabe prüfen, ob wir wirklich mit der Prozentzahl dann ankommen am Ziel, wie uns eRoots verrät. Also, es wird heute super, super spannend und ich freue mich schon richtig drauf. Also, bleibt dran, nach dem Intro geht's direkt los. Ja, dazu starten wir erstmal das Smartphone und ich gehe in die Opel-App rein. Und da seht ihr auch schon meinen Mokka. Ich mache, glaube ich, auch mal kurz das Auto an, denn es ist, wie ihr seht, ziemlich kalt. Also heute Nacht hat es, glaube ich, -2 Grad oder so gehabt. Alles ist gefroren und ja, wir wollen ja eh fahren. Deswegen tauen wir das Auto doch auch gleich einfach mal auf, während wir das hier machen. So, wenn wir in der Opel-App angekommen sind, dann können wir hier auf eRoots gehen. Bei eRoots seht ihr jetzt, abonnieren Sie jetzt eRoots. Das ist ein Dienst von Free to Move Charge. Die Firma kannte ich bis gestern nicht, als tatsächlich dieses Feature bei mir freigeschalten wurde. Genau, und wir haben jetzt hier praktisch die Möglichkeit, das Ganze zu abonnieren. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann lädt das Ganze, wie man das so gewohnt ist von der Opel-Seite. Leider dauert es relativ lang. Dann muss man sich hier anmelden. Ich habe schon meine ganzen Daten gespeichert. Und dann kann ich das Ganze über den Login-Prozess praktisch buchen. Wir sehen jetzt gleich, wenn die Seite aufgebaut hat. Also ich schneide nichts raus. Ihr seht jetzt das unzensierte Drama sozusagen leider. Das ist wirklich nicht schnell, wie das Ganze funktioniert. Ja, obwohl ich 4G habe, wie ihr seht, und vollen Empfang. Ja. Das ist halt die traurige Wahrheit. Oh, ihr seht aber auch schon hier, hier wird schon ordentlich geheizt. Ich habe 18 Grad eingestellt und die Autofunktion und das funktioniert echt super im Mokka. Also ein richtiger Vorteil bei einem Elektroauto. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Es funktioniert nicht. Ich gehe noch mal kurz zurück, probiere das Ganze noch mal. Ich will das Ganze auch wirklich ganz zeigen, weil es ist mir echt unheimlich wichtig, dass Opel hier auch vielleicht sieht, hey, da machen sie einfach was falsch, denn ja, so das Ganze zu gestalten mit solchen Login-Prozessen, die einfach ewig dauern, nicht aufs erste Mal funktionieren, damit befriedigt man schlussendlich keinen Kunden richtig. Ja, es dauert und dauert und dauert. Jetzt erscheint mal wenigstens ein Rädchen, das heißt, er lädt zumindest mal hoffentlich was. Gehen mir so langsam die Themen aus, über die ich hier reden kann, während es lädt. Jetzt bin ich sogar im WLAN, vielleicht deaktiviere ich das tatsächlich kurz. Also es scheint immer noch nicht zu gehen, trotz deaktiviertem WLAN, bestem Internetempfang hier. Ich probiere es nochmal. Ich mache es jetzt auch mal so, dass ich angemeldet bleiben möchte, bitte. Vielleicht hilft das was. So, die Frontscheibe ist schon frei. Hier ist eigentlich auch nur noch alles beschlagen. Sehr, sehr gut. Ja, das ist echt die traurige Wahrheit bei Opel. Das muss ich an der Stelle wirklich so sagen. Das ist frustrierend. Also sorry, das geht so definitiv nicht.
Vielleicht deaktiviere ich mal noch Bluetooth, nicht, dass er hier irgendwie ein Problem hat aufgrund der Verbindung zum Fahrzeug, dass er irgendwie das Internet vom Fahrzeug nutzen will oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Also ich probiere jetzt noch eine Sache. Wir bauen hier noch mal das Setting ab, gehen noch mal ins Haus rein, nehmen die WLAN-Verbindung, versuchen, ob wir da eine Verbindung herbekommen. Denn das scheint ja wirklich überhaupt nicht zu funktionieren. Also das ist einfach nur peinlich. Anders kann man es nicht sagen. Also sorry, es ist peinlich. Für das Jahr 2024 ist so eine Aktion von Opel einfach nur peinlich. Oder von Stellantis generell. Ich bin williger Kunde. Ich möchte etwas bezahlen. Ich möchte eine Dienstleistung von denen in Anspruch nehmen. Und sie schaffen es nicht, mir diese Dienstleistung zu verkaufen. Ja? Also da muss sich keiner wundern, warum Stellantis keinen Umsatz macht mit ihren Online-Diensten, weil ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Also, wir bauen noch mal ab, wir gehen ins Haus und wir versuchen es da noch mal mit WLAN-Verbindung. Bis gleich, Leute. So, jetzt der Test aus dem unaufgeräumten, aber immerhin mit super WLAN versorgtem Büro. Ich öffne noch mal die Opel-App. Ach, ich schließe sie einfach noch mal komplett. Sicher ist sicher. So, jetzt öffne ich sie noch mal. Sie verbindet sich mit dem Fahrzeug. So, dann klicke ich jetzt nochmal auf eRoutes, auf Abonnieren. Auf Absenden. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist echt richtig frustrierend. Ich wollte euch heute tatsächlich die Funktion zeigen und es geht einfach nicht. An der Stelle frustriert mich Opel wirklich. Ich werde es nochmal probieren. Allerdings werde ich in nächster Zeit nicht so wirklich dazukommen, leider. Es ist echt schade, weil ich hätte gern dieses up-to-date Video gemacht, weil ich finde die Funktion richtig geil. Ich habe auch schon aus mehreren Foren gelesen, dass es richtig gut funktionieren soll. Aber ja, ich kann es euch leider nicht zeigen. Deswegen nimmt dieses Video so ein bisschen mit einem Schmunzeln. Ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, an der Stelle. Aber ja, es ist wie es ist. Und wir fahren jetzt trotzdem an den Ladepark in Märklingen, halt ohne E-Route, auch gut so. Und wir werden da ganz gemütlich unser Video drehen. Das wird auch funktionieren. Und ja, dann wird diese Funktion halt erstmal nicht vorgestellt. Sehr, sehr schade. Also gut, Leute, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Bis dann.